Hallo zusammen, ich bin der Pi Zürcher, Konditionstrainer vom FC Thun und wir haben wieder Family and Friends Day. Und ja, jetzt geht es natürlich darum, dass wir da ein bisschen können, Impressionen einfahren können und dass wir mit den kleinen Kindern und ich dann auch Teenagers, also Teenagers und ich dann auch mit den Spielern der ersten Mannschaft ein paar Interviews können machen können. Legen wir los, let's go! Wer ist dein Lieblingsspieler vom FC Thun? Dos Santos. Dani Dos Santos? Ja. Wieso Dani Dos Santos? Er kann mega gut shooten. Und Oberlin, der ist schon mega nett. Kommt da. Oberlin, qu'est-ce que tu penses FC Thun Family Friends Day? C'est joli pour toi? Die Zeit war unglaublich. Also, ich habe schon mit Leuten geredet und so. Sie sind voll happy. Und ja, es ist alles gut. Es ist alles gut. Okay. Also, merci vielmals, Dimitri Oberlin. Merci vielmals für euer Mitmachen. Muss ich gehen weiter. Okay, tschüss zusammen. Wir müssen den kurz ein bisschen abdecken. Lerchenfeld, natürlich. Also, Jungs, Facts hier beim Family and Friends. Ja! Was fängt am meisten? Schuster! Ja, genau. FC Thun ist natürlich ein guter Club. Dann können wir den nächsten Match schauen in dem Fall. Ja! Und wer will gewinnen? Wer will gewinnen? Genau. Hast du schon einen Matchplan, wie wir können? Bin ich so noch schlau. Erst in einer Woche. Ich weiß nicht mal, was heute Abend kann ich essen. Stellt dir vor, was nächste Freitag kommt. So strategisch denkt Mauro Lucinelli. Darum wird er beim FC Thun noch sehr, sehr erfolgreich sein. Family and Friends Day für dich eine lustige Sache. Mega. Ey, wenn ich sehe, wie viele Junge da auf dem Platz sind, das sind die. Das ist Zukunft. Und wenn sie schon jetzt diese Leidenschaft haben, das ist ganz schön für die ganze Region. Ich weiß, wer der Mauro Lucinelli ist. Nein. Ja, das ist ein komischer Trainer. Willst du mir einen Gruß sagen? Ja, lieber Gruß Mauro. Ja, super. Merci vielmals. Wieso hast du so viel Krieg mit dem Ball? Sieht man das? Das sehen wir eben schon recht gut. Ja, ist nicht meine Absicht. Ich gebe mein Bestes. Sicher nicht meine Paradedisziplin. Okay, also von dem her, es ist wirklich gut, dass du dich engagierst. Okay, dass man auch, wenn man talentfrei ist, beim FC Thun kann shooten, das finde ich wirklich. Du bist der lebendige Beweis, dass wir auch eine soziale Ader haben. Jan Fammert. Alle bekommen seine Chance, oder? Genau. Merci vielmals. Danke. Ja. FC Thun. FC Thun. Das jüngste FC Thun Mitglied, Fan. Das kommt gut. Merci vielmals. Wie siehst du den Aufstieg, ja oder nein? Ja, da gibt es, glaube ich, eine grosse Diskussion, oder? Die Ambitionen müssen wir haben. Okay, wird es aber noch recht schwierig mit einem Justin Roth im Team? Eigentlich. Sabotage? Ja, da müssen wir schauen, ob wir ihn aufstellen oder nicht. Ja, müssen wir sonst mit ihm noch ein über Bücher, aber das klappt schon. Also, eins der grossen Highlights FC Thun Family and Friends Day sind natürlich die Unterschriften der Spieler, Autogrammstunde, die jetzt wieder anfangen. Und es sind sehr viele Leute, die warten. Und es ist immer eine mega schöne Sache, dass die Spieler da können die Wünsche und ja, auch ein bisschen Träume von den kleinen Kindern erfüllen. Das war es, die Ausgabe Family Friends Day 2023. Ich hoffe, ihr hattet Spass gehabt. Wir haben mega Spass gehabt. Und die Leute, die ich auch interviewen oder sehen, die haben auch mega Spass gehabt. Kommen also wieder gerne vorbei, wenn wir es wieder haben im nächsten Jahr. Und natürlich, nächsten Freitag ist Match gegen Bellinzona. Und das ist am 4.8. Kommt bitte auch vorbei, unterstützt uns. Wir für FC Thun, von der Region, für die Region. Okay? Merci. Tschüss.